Wenn das heute so weitergeht, dann könnten wir den dünnsten Handelstag des bisherigen Jahres erleben, also minimale Umsätze. Wir haben eine gewisse Schwankungsbreite innerhalb eines Seitwärtsmarktes und umso erstaunlicher oder umso auffallender sind im Grunde die Headlines, die man von verschiedenen Agenturen liest, warum jetzt die Aktienmärkte gerade mal ein bisschen im Plus sind oder ein bisschen im Minus sind. Ich will Ihnen das mal hier anhand von Bloomberg Headlines heute zeigen. Da heißt es Budget Talks und damit sind die Gespräche über diese Schuldenanhebung oder Schuldengrenzenanhebung gemeint, die inch forward, also die gehen voran. Das ist vor allem eine Mitteilung der Biden-Administration. Das ist ein wichtiger Zusatz. Deswegen heißt es dann, Aktien steigen, weil es Hoffnung gibt, dass man da einen Durchbruch erzielen würde bei diesen Gesprächen zur Schuldenobergrenze. Dann kamen einige Fed-Speaker, einige Mitglieder der Fed, die sich geäußert haben. Dann hieß es Stocks Waiver, also Aktien schwanken hin und her aufgrund der Gespräche über die Schuldenobergrenze und eben den Aussagen der FED-Mitglieder. Und dann hieß es Stocks Drop, weil schwache Konjunkturdaten und Debt Ceiling Talks eben für Unsicherheit sorgen würden. Also das bringt so ein bisschen das Ganze auf den Punkt. Man hat das Gefühl, wir sind so im Hochsommer, so Ende Juli, Anfang August, wo sonst die Umsätze super dünn sind, wo relativ wenig passiert normalerweise. Aber nein, wir sind eigentlich in einer Zeit, in der es durchaus zur Sache gehen kann. Und an den Aktienmärkten herrscht so eine Grabesruhe. An den Anleihenmärkten ist das bekanntlich anders. Wir sehen den VIX ganz unten, aber wir sehen etwa Credit Default Swaps, also diese CDS, diese Kreditausfallversicherung, die sind nach wie vor sehr, sehr hoch. Das heißt, hier macht man sich echte Sorgen, dass da was schief gehen könnte. Warum macht man sich diese Sorgen nun? Weil Amerika ein gespaltenes Land ist, weil die Parteien in sich schon gespalten sind. Die Demokraten eher mit einem rechten Flügel Manchin bis hin zu den ganz Linken, den sogenannten Progressiven, und die Republikaner sowieso, Trump-Anhänger. Oder Leute, die es nicht so mit Trump halten, die alle ihre eigene Agenda haben. Und da ist irgendwie momentan noch überhaupt kein Zug erkennbar bei diesen Verhandlungen. Biden, der verschiebt dann mal das Treffen, das eigentlich letzten Freitag mit McCarthy geplant war, dann auf den morgigen Dienstag, wie jetzt bekannt geworden ist. Und am Mittwoch wird er dann zum G7-Gipfel nach Japan fliegen. Dann ist der gute Mann ein paar Tage außer Haus. Und der Janet Yellen, der geht langsam die Kohle aus, auf Deutsch gesagt. Und hier dann heute Morgen, US oder am Morgen amerikanischer Zeit, früher Nachmittag deutscher Zeit, hier ein Tweet von Haley Talbot, die hier den Republikanerführer McCarthy befragt hat, und der sagt, also wir sind weit entfernt von einer Lösung. Biden nimmt die ganze Geschichte nicht so wirklich ernst, und ja, da ist was dran. Man hat das Gefühl, der redet alles so ein bisschen schön, macht euch mal locker, entspannt euch, die wollen das doch auch, die Republikaner, und dementsprechend sind auch die Aktienmärkte so ein bisschen lall und lull. Ja, wird schon, und hurra, dann wird schon alles gehen, aber man muss irgendwie sich irgendwelche Sachen in die Augen stecken, damit eben die Augen nicht zufallen. Im Zweifel aber prallt man dann einschlafend mit dem Kinn auf die Buy-Taste, auf die Kauftaste, und dann geht ein bisschen was nach oben. Aber wenn man sich das anhört, was McCarthy hier gesagt hat, dann klingt das völlig anders als das, was aus der Biden-Administration kommt. Und vorhin hatte ich schon angedeutet, aufgrund schwacher Konjunkturdaten, wir hatten den größten Absturz des New York Empire State Index. Das war in den letzten 20 Jahren der drittschlechteste Wert in Sachen Abweichung von der Erwartung. Also das ist wirklich miserabel gewesen, mit einem Wert von minus 31 etwa, erwartet war minus 3. Und wir werden gleich sehen, dass da eigentlich durch die Bank alles negativ war. Nur die Preise, die sind weiter gestiegen. Das ist das stagflationäre Szenario, was wir hier sehen. Hier sehen wir etwa neue Aufträge. Da waren wir letzte, wenn Sie hier rechts oben mal gucken, waren wir letzten Monat bei plus 5. Jetzt sind wir bei minus 28. Das sind 53 Punkte nach unten. Das ist schon eine gigantische Bewegung. Ähnlich Shipments. Da waren wir bei knapp 24 letzten Monat, jetzt bei minus 16.
40 Punkte nach unten, nur Prices Paid, die sind gestiegen und die Prices Received sind mehr oder weniger, also die erhaltenen Preise sind mehr oder weniger gleich geblieben. Das hat dann die Sorgen vor einer Rezession nochmal ein bisschen nach oben gebracht, aber ansonsten ist man so in diesem Modus, oh, wir kaufen im Zweifel die dicken Tech-Aktien, die sind eh ein sicherer Hafen, da kann eine Atombombe auf die USA fliegen, das würde, naja, für Apple wäre das ja kein Problem, nennen, weil die sind ja irgendwie sicherer Hafen, völlig unabhängig von allem. Geld steigt halt, weil es steigt und nicht, du brauchst da keine Begründung dafür, warum diese Aktie so super cool ist. Und so sehen wir, dass der S&P 500 allein in der letzten Woche in einer Range von 1,3% war, also von Montag bis Freitag, wo eines der geringsten Ranges, die wir seit längerer Zeit gesehen haben. Wir sehen eine Intra-Week Volatility extrem gering und das Ganze setzt sich heute fort. Hier der Screenshot, den ich gemacht habe. Es kann sich natürlich inzwischen, wenn Sie das Video sehen, ändern, aber wir sehen den Dow Jones minimalst im Minus. Wenn er das Ganze im Minus abschließen würde, der Dow Jones, dann wäre das der 10. von 11 Handelstagen, in der er im Minus abgeschlossen hat. Wir sehen den Nasdaq wieder, den etwas besseren Index. Rechts sehen wir mal, dass der Dow Jones seit 1,5 Monaten in einer Range von 1000 Punkten handelt. Das klingt erstmal viel, ist für den Dauer aber jetzt nicht so fürchterlich viel. Und wir sehen nach wie vor eben diese Abweichungen. Dow Jones Transports, also die Transportwerte, die weichen sehr stark ab vom S&P 500 oder vom Dow Jones Industrials. Wir sehen, dass Kupfer nach wie vor sehr, sehr schwach auf der Brust ist. Also zwei Anzeichen, nämlich Transportwerte wie auch Kupfer, die eher für eine sehr schwache Wirtschaftsentwicklung sprechen, die die Wall Street aber nicht sieht. Da sagt man sich, naja, wenn es dumm kommt, eine ganz, ganz softe Rezession. Wir sehen aber, dass an anderen Märkten durchaus Nervosität herrscht. Wir sehen den VWIX, das ist die Volatilität der Volatilität gegenüber dem WIX. Also die in den Aktien des S&P 500 eingepreiste Volatilität in den nächsten 30 Tagen weicht sehr stark voneinander ab. Wir haben vorhin gesehen, der WIX ist ein bisschen gestiegen. Wir sehen, dass nach wie vor Investoren Gelder aus Bankaktien abziehen, speziell eben aus diesen Regional Bank ETFs. Hier haben wir 2,1 Milliarden Dollar aus Finanzwerten rausgezogen gesehen. Der größte Wert seit genau einem Jahr. Heute leichte Erholung bislang bei diesen Regionalbanken und wir sehen, dass der Nasdaq den Small Cap Index Russell 2000, also den Nebenwerteindex Russell 2000, um 18,7% outperformed hat in diesem Jahr. Das ist kein Rekord, aber das ist in etwa das, was wir schon mal im Corona-Jahr 2020 gesehen haben. Und Apple, die Aktie Apple, hat alleine jetzt eine größere Marktkapitalisierung als der gesamte Russell 2000, also als 2000 andere Aktien, die in diesem Nebenwerteindex drin sind. Da sind durchaus auch größere Aktien mit drin, aber halt nicht so die ganz großen Dickfische. Die Apple-Aktie, ja, ohnehin etwa doppelt so viel wert wie der gesamte DAX. Also hier diese Verkopfung im Prinzip, diese Kopflastigkeit, diese extreme Konzentration, dieses Klumpenrisiko in wenigen Aktien. Und hier sehen wir mal die Heatmap, also die Performance der Aktien an der Wall Street in der letzten Woche. Da sehen wir eine Google mit über 11%, weil man sich jetzt Hoffnung macht, dass bald das ganz große Ding wird. 11% gestiegen, Amazon deutlich gestiegen. Es reicht ja, wenn man KI sagt, wenn man künstliche Intelligenz sagt, dann wird einiges bewegt. Und mein Problem mit diesen Aktienmärkten ist nicht, dass ich irgendwie permanent negativ wäre gegenüber Aktien. Das macht keinen Sinn. Aber es ist eben die Frage, wann kauft man diese Aktien oder wann kauft man sie besser nicht. Und meine These ist, ich würde sie jetzt nicht kaufen, weil die Bewertungen schlichtweg zu hoch sind. Das hat Alexander Vogt hier nochmal gezeigt. Nach allen Metriken ist es so, dass die über ihrer 75. Perzentile handeln. Das heißt, wir sind in allen Kategorien eigentlich sehr, sehr sportlich bepreist und normalerweise reduziert das maßgeblich die Chancen dann in der Zukunft. Wenn ich billige Aktien oder wenn ich Aktien billig einsammeln kann, dann habe ich gute Chancen für die Zukunft. Wenn ich sie sehr teuer einkaufe, dann steigt faktisch mein Risiko, auch wenn kaum einer derzeit eben ein Risiko sehen will. Wir haben dann Aussagen auch von Fed-Mitgliedern Bostic, der gesagt, also ich denke nicht, dass wir die Zinsen vor dem Jahr 2024
irgendwann mal senken werden. Ich sehe nicht, dass die Inflation so schnell nach unten kommt. Und ja, es gibt einige Risiken für Rezession, aber das sei nicht das Basisszenario von ihm. Dann noch Kashkari, der sich geäußert hat. Wir müssen unseren Job zu Ende machen und die Inflation auf 2% bringen. Goodspeed, das neue Fed-Mitglied, der Chicago Fed-Chef, ist ja der Dovischste, der dann gesagt hat, naja, es war eine ganz knappe Geschichte, dass ich dann doch bei der letzten Sitzung für eine Zinsanhebung gestimmt habe. Der sagt, Mensch, lass uns doch mal abwarten jetzt, wie die Zinsen wirken. Also der will auf jeden Fall die Zinsen nicht mehr anheben. Bostic und vor allem Kashkari wollen wohl eher noch mal etwas tun. Wir sehen aber das gleichwohl der Inflation Surprise Index, also die Abweichung der reinkommenden Daten in Relation zu der Erwartung zuvor, dass das doch deutlich nach unten gegangen ist. Allerdings bleibt eben die Inflation hoch mit 4,9 respektive 5,5% in der Kernrate. Natürlich nach wie vor sehr, sehr heftig und einer der Baustellen, die derzeit neben der Bankenkrise der Fall sind und der Schuldenobergrenze, ist vor allem eben diese Gewerbeimmobilienbereiche. Sehen wir mal Leerstände in den verschiedenen Großstädten der USA. San Francisco 29,4, maßgeblich das größte Problem. Atlanta, Houston, Chicago etwa, wo die Optionsbörse in Chicago war. Da sammelt sich jetzt Staub. Ich selbst war nach der Finanzkrise in Chicago aus geschäftlichen Gründen, habe da auch in der CMI eine Führung bekommen, da einige Leute getroffen. Sind wir auch in der CBOE gewesen, also Chicago Board of Options. Und da war noch ein bisschen was los. Das war natürlich auch schon elektrifiziert oder war jetzt nicht mehr so, dass die Leute da alle standen und geschrien haben an den Pitches, aber das Gebäude ist leer und da steht sinnbildlich im Prinzip für das, was derzeit in den Innenstädten nicht nur in den USA der Fall ist, sondern eben auch immer mehr in Deutschland, in Europa der Fall ist, dass sich die Dinge verlagern raus aus der Innenstadt an die Stadtgrenze. Kommen wir nochmal zu China. Hier hat jetzt auf geheiße Pekings haben die Banken die Zinsen für Sparanlagen gesenkt. Also man gibt den Kunden weniger Zinsen, damit die mehr konsumieren. Aber die Chinesen konsumieren kaum. Warum? Weil die eben das Problem mit ihren gekauften Immobilien haben. Wenn die Preise für Immobilien nicht steigen, dann müssen sie eben die letzten Raten extrem teuer bezahlen. Würden die Immobilienpreise weiter gestiegen sein, wäre das nicht der Fall. Also halten die Leute das Geld zusammen. Wir sehen auch den Kreditimpuls aus China. Der ist nicht besonders kräftig, wie Jerome Blockland hier zeigt. Und wenn wir jetzt nach Europa kommen, dann sehen wir Erdogans Erfolg, lässt die Börse in Istanbul einbrechen. 7% um und bei ist es nach unten gegangen. Auch die türkische Lira ist weitergefallen, weil man gehofft hatte, dass die Opposition die Wahlen gewinnt. Zumindest hatten das ausländische Investoren gehofft. Und Erdogan heißt dann eben auch trotz hoher Inflation weiter eine Senkung der Zinsen latent. Deswegen wird da massiv abverkauft. Und die EZB sagt sich, wir werden auch die Zinsen länger oben halten als bisher angenommen. Aber hier diese Karikatur könnte man fast sagen, markets are pricing in that I will keep hiking while you already cut, Jay. Also, dass die EZB die Zinsen noch weiter anhebt, wenn die Fed die Zinsen dann senken sollte. Wer das glaubt, der glaubt an Wunder. Das geht dann meistens ganz schnell, dass die EZB hinterher springt. Die ist immer so etwa ein halbes Jahr hinter der Fed am Start. Und warum hat die EZB ein Problem? Weil die Flut an Liquidität nach wie vor da ist und dieses Reden der EZB von der Gier der Unternehmen, die ihre Profite erhöhen. Ja, das ist teilweise passiert, aber das ist nicht wirklich die Ursache der Inflation, sondern die Ursache der Inflation ist die hemmungslose Ausweitung der Geldmenge, die dann auf ein Angebotproblem traf durch Corona und den Ukraine-Krieg. Und die Unternehmen müssen gucken, wo sie bleiben. Wir haben heute aus der Eurozone die Industrieproduktion gesehen, minus 4,2%, maßgeblich bestimmt durch die deutschen Daten, die ja geradezu kollabiert waren. Industrieaufträge und Industrieproduktion teilweise zweistellig im Minus. Und all das auch wegen der wunderbaren Energiepolitik. Hier hat jetzt Frau Lemke, die Umweltministerin, gesagt, Menschen können sich nicht vorstellen, wie teuer Öl und Gas werden. Also gut, die würde ich sofort einkaufen als Bank, wenn die genau weiß, wo Öl und Gas stehen, dann würde ich die als Traderin sofort einsetzen. Katrin Göring-Eckardt sagt, die Einschränkungen sind nur der Anfang, ja.
Menschen können sich nicht vorstellen, wie teuer wir Öl und Gas machen werden, sollte man vielleicht sagen. Also es macht nicht wirklich Sinn. Es weckt langsam das Misstrauen der auch vorher durch die Medien durchaus bespaßten Sympathisanten der Grünen. Jetzt haben wir das Problem, dass eben unsere Stromnetze teilweise gar nicht dafür ausgelegt sind, dass wir alles elektrifizieren, von der Heizung bis ja eben zu Autos, und dadurch ist der Strombedarf enorm, das können die Netze teilweise gar nicht packen, also würde dann im Zweifel, müssten Wärmepumpen und E-Autos mal eben abgeschaltet werden, hurra, ich kaufe mir ein Auto und dann heißt es, Herr Fugmann, heute Vormittag können Sie leider nicht fahren, weil Sie können das Auto nicht aufladen, und dann sage ich, das ist ein großer Gewinn an Freiheit, da freue ich mich drüber, das macht richtig Sinn. Und was ist das Resultat dieser genialen Politik? Wir haben das 19-fache an CO2-Ausstoß wie Frankreich. Da haben wir doch alles richtig gemacht, wenn es uns um Umweltschutz geht, gell? Da zeigt Deutschland der Welt mal ein leuchtendes Vorbild, was man da wirklich tun könnte. Abschließend Empfehlungen. Gold als bester sicherer Hafen für den Zahlungsausfall der USA. Das zumindest sagen viele, die sagen, falls das Ding schief geht, wäre ich am liebsten in Gold. Das ist der erste Artikelhinweis, zweiter Artikelhinweis. Die Russen sind unabdingbar für uns, wenn wir unsere Atomkraftwerke jetzt abwracken wollen, denn dafür gibt es Spezialisten, aber das sind praktisch alles Russen. Damit sind wir von den Russen abhängig, auch in Sachen Atomausstieg. Ein Treppenwitz der Geschichte geradezu. Zweiter Artikelempfehlung. Und dann nochmal die glorreiche EZB, die meint, dass die Zinsen länger oben bleiben als bisher angenommen. Vielleicht wird es schneller gehen, als die EZB annimmt. Die dritte Empfehlung. Ich sage jetzt erst einmal Servus und Ciao.